Jo, meine lieben Freunde, da sind wir hier wieder zurück bei Scrap Mechanik. Ich bin's natürlich, euer Pikus, und wir haben den Jonas noch mit am Start, so wie letzte Runde. Und ich habe gerade wieder richtig Lust, bei Scrap Mechanik Sachen zu bauen. Es ist einfach irgendwie mega spaßig. Und das Ja, und meine ich ich hoffe, dass ernst, ich also dieses Mal gewinne. bevor Leute Nein, jetzt Spaß. denken, nö, ne, der meint der ja gar nicht ernst. Doch, ich mein's ernst. Und schaut auf jeden Fall die letzte Folge, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Da habe ich Jonas richtig hart platt gemacht. Nee, schaut die lieber nicht, die ist peinlich. Eins, zwei, So, und vier. jetzt fangen wir wieder an. Fängst du schon an mit dem Bauen? Genau, ich zähle gerade, wie viele Teile das sind, also wie lang. Mhm. So, ich habe diesmal eine interessantere Art, wie ich mein Fahrzeug bauen möchte. Ich habe da eine ganz besondere Idee für. Eine Idee, die der Jonas dann erst später, sag ich mal, merken wird, wenn es ans Spiel rangegangen ist. Also eine Top-Secret-Idee. Deswegen werde ich dir jetzt beim Bauen auch nicht sagen. Aber ihr Wird man werdet die die ja sehen? sehen. So. Ich meine, eigentlich sollten jetzt alle schon wissen, was ich vorhab. So. Ey! Geh da weg, du hast nichts gesehen. Ja, habe ich auch nicht. Hast echt nicht? Ja, du hast mich auf eine Idee gebracht, die aber nichts mit deiner Idee zu tun hat. Von daher ist das, glaube ich, okay. Hast du denn jetzt was bei mir gesehen oder nicht? Ja, ich habe was gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wo du damit hin, also was das sein soll. Das wirst du ja erfahren, Jonas. Ja, ich hoffe, Wie dass es zu breit dem ist denn das? Zeitpunkt. 11. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben. Okay, ich habe auf jeden Fall genug Platz. Da brauche ich jetzt gar nicht so genau zählen. Obwohl, ich mache ja noch was ran. Also eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn ist Platz. Acht habe ich momentan. Das heißt, ich kann noch um eins breiter werden, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, bestimmt, keine Ahnung. Ja, bestimmt, keine Ahnung. Voll die Motivation. Ja, Er ich hat bloß suche Angst, gerade hier wieder so zu ein Rohr. verlieren. Nein, ich habe Angst, dass du das nicht aushältst, was ich hier mit dir vorhabe, also mit deinem Fahrzeug. Du musst einfach sagen, ich habe die intelligenteren Lösungen. Das klingt gerade, als würdest du irgendwie deine Firma verkaufen wollen. Ja, intelligente Lösungen für jede Anwendung, ja. Ich verkaufe Picos MP. Nein, klar. Der voll Mach ich krass. natürlich nicht. Vor allem, Stell es dir würde mir vor, man momentan könnte nicht mal. einfach ein. Obwohl, das würde bestimmt sogar ein bisschen Geld bringen. Ja, Weil ich es ja meine. immerhin schon eine bestimmte Reichweite hat. Ist zwar nicht noch keine wirklich große. Also für mich schon. Aber halt eben, wenn man es jetzt öffentlich betrachtet. Für mich ist es eine riesige Reichweite. Aber wenn man es öffentlich betrachtet, ist es noch keine große, wenn man es so nimmt. Verstehst Ich schon, habe was ich gerade irgendwas auf meine, meinem Schreibtisch umgeschmissen, aber es ist dunkel, deswegen sehe ich nicht was. so muss es sein. Ja, Highlife, ne? So. Ja, auf jeden Fall gespannt. Gespannt wie ein Flitzebogen. Band wie ein Gummiband um einen Elefant. Was Ist heißt darum Elefante? gespannt? Was ist? Ist der denn darum gespannt? Ein Gummiband um einen Elefant. Mhm. Und das heißt Elefanten. Gibt dir gleich Elefanten.
Hoho. Ach so. Hoffe, ich schieße mir mit dieser Konstruktion kein Eigentor. Wortwörtlich. Nach vorne und die müssen auch nach vorne, alle müssen nach vorne. Ihr was? Ich bin noch gar nicht aus dem TS rausgeflogen, diese Folge. Ey, das stimmt. Ist voll krass. Sowieso erst einmal diese Aufnahme und das war letzte Folge. Ja. Und das, obwohl du davor die ganze Zeit rausgeflogen bist. Ja, vielleicht. Ich habe meinen anderen Computer ausgemacht. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ein bisschen was gezogen die ganze Zeit oder so. Vielleicht. Ich check das nicht. Warum ist es jedes Mal falsch rum, diese Dinge, mit denen man die Lenkung macht, wenn man die mit dem Fahrersitz verbindet? So, für alle Leute, die sich fragen, was macht der Typ da? Fragt einfach nicht. What the fuck? Die Elektromotoren läuft bei dir. Ich habe auch keine Ahnung, ob das überhaupt die Leistung steigert. Einfach mal machen. Pong. Ich lasse halt jeden Elektromotor ein Rad steuern, aber ob das jetzt wirklich praktisch ist oder nicht, keine Ahnung. Ich habe eine bessere Idee, die auf jeden Fall funktioniert. Also, vielleicht, keine Ahnung. Oh, nichts. Ali nicht gut. Also nicht Ali ist nicht gut, sondern Ali nix gut. Also ist nicht gut gewesen, was ich gerade gemacht habe. Dann ist das ja geklärt. So sieht's aus. So, und jetzt zu der Idee, die ich von dir inspiriert habe, die aber nichts mit deiner Idee zu tun hat. Jetzt wollen wir erstmal noch sehen, ob das nichts mit meiner Idee zu tun hat. Naja, es hat halt ein bisschen was mit der Idee zu tun, insofern, dass es halt beides was mit Triebwerken ist. Also im Prinzip hat es schon sehr viel mit meiner Idee zu tun. Ja, wow, es sind die gleichen Bauteile, aber das ist ja jetzt nicht so krass, ist in einem Spiel, wo es irgendwie 50 Bauteile gibt, oder? Also irgendwo drin ruckeln die rum. Ich will, guck mal, Kannst du es lassen? Rodeo, wuhu, yeah! So, jetzt erkläre mal kurz, woran das gerade rumruckelt. Was, das Spiel oder dein Fahrzeug? Nein, mein Fahrzeug. Ja, keine Ahnung, da bist du doch der Fachmann. Ich baue jetzt noch mal unten hier diese Teile ab. Ich glaube zwar nicht. Alles klar, das ist schon mal eine witzige, auch eine witzige Idee. Ja, der Vorteil ist daran halt, ich bin schnell und falle nicht durch die Gegend die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Ich muss Okay, zugeben, das das ist gar keine dumme Idee. war. Ja, ist halt auch von mir. Okay, wer die letzte Folge gesehen Ja. hat, weiß, dass ich auch viele dumme Ideen habe. Ist vielleicht irgendein Motor noch falsch rum? Ja, der ist falsch rum. Siehst du? Problem gelöst.
So, jetzt werden noch mal letzte Schrauben nachgezogen. Ich finde es aber eigentlich eine echt geile Idee von dir. Ich würde es ja bei mir auch noch einbauen, aber das wäre jetzt echt geklaut, wenn ich das jetzt mache. Eben. Und du musst halt schon sagen, das hatte halt wirklich nichts mit deiner Idee zu tun. Außer halt, dass es beides Triebwerke verwendet. So, aber jetzt kommen wir zu meiner Idee. Kannst du vielleicht mal auf deine Spielfeldhälfte gehen? Boah, aber du bist einfach so krass viel stärker. Das war ja genau das Problem in der letzten Folge. Aber wodurch bist du so viel stärker? Du hast ja im Prinzip die Motoren nur höher gestellt, oder? Also Ja, schneller genau. gestellt. Und dadurch habe ich halt mehr Leistung, dadurch, dass ich halt auch deutlich schwerer bin. Ich überlege gerade, was ich da noch machen kann, ohne deine Idee zu klauen halt. Im Prinzip geht es ja, also ich weiß nicht, ob das hier im Spiel so ist, aber im Real Life ist es halt das Produkt aus Masse, also Gewicht und Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit dürfte ungefähr gleich sein, nehme ich mal kurz an. Aber ich bin halt dreimal so schwer und deswegen kann ich dich dreimal so gut wegschieben wie du mich. Nicht ganz, aber ja. You get the point. Also hoffentlich bekomme ich den Point in diesem Spiel. So, jetzt habe ich auch noch eine andere Idee. Wo ich natürlich noch nicht weiß, ob das klappt oder nicht. Es ist natürlich auch alles ein bisschen immer riskant, ne? Das ist Quatsch. Nee, das ist nicht damit, genau. So, jetzt haben wir es. Ich würde einfach mal sagen, wir lassen die Spiele beginnen und schauen einfach mal, wie es ausschaut. Obwohl Ja, es mir hoffentlich. Also fast ich würde mal sagen, so diesmal ruckelt's habe ich eine fast echte zu. Chance, ne? Ja, ich würde sagen, meine Chance ist diesmal fast ein bisschen schwer, dadurch, dass ich halt eben mein Gewicht nicht jetzt so stark habe wie du. Das war ja das, worauf ich letzte Folge aufgebaut habe. Genau, dann geh mal. Also ich würde sagen, diesmal hast du Anstoß, weil letztes Mal hatte ich und du hattest den Vorteil und dieses Mal habe ich den Vorteil und du hast Okay. Anstoß, dann passt es. Omi, komm. 2 Stunden später. Oh, das hat schon nicht geklappt, wie es sollte. Ich bewege mich noch. Ich schaffe das. Ich meine, das Witzige ist, selbst wenn du normal auf den Rädern stehen würdest, wärst du richtig langsam, bis du hier wärst. Wobei ich sagen muss, bis ich die Lenkung rausgefunden habe. Jetzt hast du die Lenkung falsch angeschlossen. Ja, habe ich halt wirklich, glaube ich. Da müssen wir nochmal eine Bauteil für beide machen. Wollen wir uns auf eine Baupause einigen? Ja, okay. Nein! Weil Ja, du. aber erst nach diesem Tor. Weil du Stärke hast deine 41. Lenkung ja eh noch nicht. Ey, Alter. kannst du bitte dein Auto da wegmachen? Ich habe hier ein Tor verdient, ja? Ich weiß nicht, wo. Okay, gut, den holen wir gleich mit der Hebebühne rein, aber erstmal Baupause, okay? Genau. So, die Überlegung ist, wie kann ich meins hinbekommen, ohne dass ich die ganze Zeit hier rumdüse. Jetzt ist die Sache aber die, Jonas, dass wenn ich gemerkt hätte mit den Triebwerken oben, dass ich so rumfliege, dann hätte ich was gebaut, ein Triebwerk, was halt eben nach unten schießt. Aber wäre es denn jetzt noch geklaut oder würde es jetzt, sag ich mal, berechtigt sein, dass ich das ranbaue? Also wenn du jetzt ein Triebwerk nach oben machst, dann ist es schon geklaut. Weil die Sache ist ja die, dass ich jetzt im Prinzip dadurch, dass ich ja nach oben fliege, sagen würde, ja, okay, ich brauche ein Triebwerk, was mich nach unten pustet. Was halt wiederum jetzt darauf basieren würde, dass ich das ja eben genau andersrum habe. Weißt du, was ich meine?
um halt, sag ich mal, den Fehler wettzumachen. Ja, gut, also ich meine, das ist ja jetzt nicht so die krasseste Idee, die je jemand hatte, einfach Triebwerke nach oben zu bauen. Das hatten wir auch schon beim Mannkraxel und so, selbst auf diesem Kanal hier. Aber ich würde ganz ehrlich sagen, du darfst es in der nächsten Folge machen, weil guck, ich habe ja auch Gut, vieles von dann dir will ich von der aber das letzten Folge wenigstens, dann will übernommen. ich es wenigstens anders probieren. Okay, dann mach das. Ich Dann mache weiß ich mal zwar nicht, ob das klappt, meine Turbinen aus, um Treibstoff zu sparen hier. was ja auch voll den Sinn macht in diesem Spiel. Aber ich würde es irgendwie cool finden, irgendwann, wenn man auf sowas dann auch noch achten muss in diesem Spiel hier. Und wir warten. Ich denke gerade immer noch nach. Okay. Das scheint auch sehr spannend zu sein für die Zuschauer. So, nichts passiert, Standbild, niemand redet. Ja, ich denke nach. Okay, alles klar. Ja, was soll man machen? Manchmal muss man halt eben einfach versuchen, seinen Erfindergeist hier weiter zu bekommen. Ja, gut. Es bleibt einem ja nun mal nicht immer was anderes übrig. Ja, das stimmt auch. So. Und dann hätten wir noch, brauche ich hier noch so ein Stück. Ich versuche nämlich gerade mal diese Technik, die ich ja jetzt. Aber das ist ja so auch Quatsch, warte. Diese Technik, die ich ja jetzt, wovon ich letztens gesprochen hatte. Genau Wo die. es darum geht, etwas so gegen das Fahrzeug zu verdrehen, dass man Da brauchst du aber dementsprechend eine die. Federung für, oder? Das weiß ich halt nicht mehr. Ja. Das ist das Problem, das weiß ich nicht mehr. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwas rumprobierst, was vielleicht funktioniert, dann gewinne ich eh, es sei denn, ich verkacke wieder die Steuerung oder so. Gut, aber was anderes als das jetzt von eben zu haben, sage ich mal, ist ja für mich eh nicht möglich. Weißt du, Ja, was ich okay, das meine? stimmt. Naja, du könntest halt schon einiges ändern jetzt von mir aus. Ja, aber dann wäre im Prinzip das ganze Spiel nicht mehr sinnvoll. Ja, okay, das verstehe ich schon. Boah, ich frage mich so, warum tut denn mein Bein die ganze Zeit weh? Ich habe so einen richtigen blauen Fleck so direkt unterhalb vom Knie. Ich saß heute an so einem Tisch und der hatte darunter so ein Fach. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und zwar war das auf genau der Höhe, so unterhalb von der Kniescheibe. Und ich habe mich halt immer angehauen, mich dann aufgeregt und dann halt irgendwas anderes gemacht und das dann langsam vergessen. Und dann wollte ich mich wieder anders hinsetzen, dann habe ich mich wieder angehauen, dann wieder aufgeregt. Ich glaube, ich habe mich fünfmal an diesem hässlichen Brett da unterhalb. Ich meine, wer hat sich überhaupt das überlegt, das in dieser Höhe zu installieren dort? Ich meine, wie viel soll man denn da reinlegen können, bitte? Ich will doch nicht meinen ganzen Reisekoffer unter meinen Tisch drunter legen, damit ich da. Es war sehr ungemütlich, kann man sagen. Ja, so würde ich das auch Also ich machen. kann mich zumindest wieder umdrehen. Es mag nicht perfekt sein, aber ich kann mich zumindest wieder umdrehen. Okay. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Und los. Nein! Nein! Ah! Nein. Nein. Vor allem bei mir ist er gerade durchs Bild gesprungen.
Weil Internet und so oder keine Ahnung wann Also in siehst du, dem jetzt Fall. habe ich das Problem, was du letztes Mal hattest, dass sich meine Räder nach oben bewegen. Ja, genau. Und du hast auch das Problem, dass, was ich hatte, dass du viel leichter bist und ich dich relativ leicht wegschieben kann einfach. Ey. Du bist so ein Arsch. Ja, vor allem wie du da draußen so, ey, du kannst ja theoretisch wieder reinfliegen, da sagt ja nichts, niemand Ja, das gegenüber. Problem ist bloß, dass Das ich Problem ist beim... bloß, dass ich selbst jetzt es nicht schaffe, ein Tor zu Nein, mein schießen. Problem ist, meine Feder hat sich verkantet. Feder. Und ich kann gerade nichts machen, außer mich, indem ich im Kreis zu drehen. Siehst du, was hier drin gerade passiert ist? Hast du ein Tor geschossen? Ja, und jetzt gehe ich den Knopf drücken. Endlich. Dann kann ich ja jetzt endlich mein Fahrzeug wieder zurücksetzen. Sofern es mir nicht gleich wegfliegt. Ich habe gerade nicht gecheckt, dass man lange draufdrücken muss und musste deswegen ein paar Mal draufdrücken und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir kam der Sound dann mehrfach hintereinander. Also so übereinander im Prinzip. Ey. Okay, wir wissen aber jetzt schon mal, dass... Eigentlich wissen wir jetzt fast alles, was man für dieses Spiel wissen muss, oder? Was eigentlich praktisch ist. Ja, man sammelt ja so seine Erfahrung, ne? Ich hätte noch eine Idee, was ich hätte ranbauen können. Mist, und jetzt habe ich es verkackt. Weil jetzt Ja habe ich es gut, nicht nächste Runde. rangebaut. Nächste Runde kannst du meine Triebwerke übernehmen. Nein, nächste Runde bauen wir das Fahrzeug für den anderen. Okay. Aber die kommen dann, glaube ich, Jetzt irgendwann später, hat er also es jetzt nicht mal. direkt am nächsten Tag. Hier doch. Ja, meine Idee war nämlich. Ja, erzähl's mir von mir aus. Ja, ich meine, du baust ja eh als nächstes mein Fahrzeug. Ach so, stimmt, ja gut. Und zwar, ich hätte bei dir einfach mal unten, also bei mir unten, sag ich mal, wie so ein. So ein Dingens ranhängen können, so eine Schaufel sozusagen, um dich wegzuhauen. Das gibt's bei diesen, wie heißen die, diese Roboter? Ja, Lachten. genau. Wie heißen die Ich lasse eigentlich? dich da jetzt nicht mehr an den Ball ran. Okay, dann schiebe ich dich mit dem Ball ins Tor. Ich fürchte, das würde sogar wirklich gehen. Och, jetzt hat er das Ding schon wieder da drin. Ja, so habe ich mich halt letzte Folge gefühlt. Im Prinzip können wir Ich uns bin da halt nur jedes. das Oma-Fahrzeug gerade so. Im Prinzip können wir uns die Aufnahme sparen. Du kannst einfach in Premiere die Farben Rot und Blau wechseln. Und dann ist es im Prinzip das gleiche, bloß andersrum hier, ne? Das habe ich jetzt nicht ganz gerafft. Naja, weil einmal gewinnt Rot Haus hoch und einmal Blau. Und sonst ist das Video jetzt nicht so anders. Wir müssten eigentlich zwei baugleiche Fahrzeuge bauen, damit es wirklich interessant wird, wer besser fährt. Ja, und dann müssen wir uns mal besuchen gehen, weil die Internetverbindung eine halbe Katastrophe ist. Weil der Ball, der springt bei mir, warte mal, warte, warte, der springt bei mir immer übers halbe Spielfeld. So, jetzt kannst du. Oh Mann, das gibt's einfach nicht. Jetzt schon wieder, aber ich glaube, das liegt nicht am Internet, dass er irgendwie ein Lag hat, sondern halt, dass er immer so rumglitscht, weil er halt von den Fahrzeugen so ein bisschen gequetscht wird. Ja, Oh, da hat er aus. den Ball rausgeschossen. Heißt, du machst Anstoß, oder? Von mir aus. Okay. Meinen Einwurf können wir schlecht machen. Zwei Wurf schon, oder was? Wie willst du einen Einwurf machen?
So. Ich fürchte, ich komme an deiner Wand einfach nicht vorbei. Wobei, gerade. Du musst halt warten, bis ich einen Fehler mache. Aber ich habe dich sogar gerade angehoben. Ja, aber genau, aber ich kann halt nicht umkippen, weil wenn ich umkippe, dann fliege ich hoch und Das fliege wäre so lange durch eigentlich. die Luft. Das wäre sehr witzig eigentlich. Hä? Genau das hätte mein Vorteil sein können, wenn ich halt eben bei mir so einen Rambock rangebaut hätte. Ja, genau, aber ich lande halt immer auf den Füßen. Ich bin wie so eine geschmeidige Katze. Ja klar, landest du immer auf den Füßen, aber du landest sonst wo und nicht hier in der Nähe wahrscheinlich. Nein. Oh, schaffe ich ein Oder? Tor? Ja, okay, so. Das ist. Ja! Oh nein. Wie geil! Vor allem bei mir wurde es schon lange vorher als Tor angezeigt, von daher keine Ahnung, was da falsch war. Nice. Na, das klemmte die ganze Zeit da so, ne? Ja, aber der Ball ist immer wild hin und her gesprungen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so angezeigt wurde. 2-1. Diesmal scheint es spannender zu sein, das Spiel. Ja, aber nur wegen meinen Skills. Nicht, weil mein Fahrzeug gut ist. Ja, gut. Es ist eigentlich Ich weiß traurig. nicht, Ich was jetzt gerade mehr eine Belohnung war. Dass ich gesagt habe, dass mein anderes Fahrzeug geil war oder dass ich Skills habe. ja, vor allem, ich kann gewinnen, weil mein Fahrzeug gut ist und du kannst gewinnen, weil einfach du gut bist. Das ist auch so. Bleib geschmeidig. Ja, okay. Das war Das. einfach. Ist ein Tor, ne? Ja. Okay, dann. Aber es war halt. Es war klar, dass sobald du am Anfang am Ball bist, kann ich den gar nicht mehr in deine Richtung überhaupt bekommen eigentlich, außer du machst einen großen Fehler. Ja Und gut, wenn du nur insofern wie ist eine es ein Wand bisschen davor unfair. stehst, dann habe ich keine Chance. Ja gut, wenn man halt einmal rausgefunden hat, welche Kriterien am wichtigsten sind vom Auto, also dass es halt schwer ist und sich nicht umdrehen kann im Prinzip, kann man halt einfach immer das perfekte Auto bauen und damit dann relativ gut gewinnen hier. So, dann fange ich mal an. Nein. Ich bin wieder da. Oh, dann nicht. Und wieder nicht. Man muss sich dabei auch so hart konzentrieren, ne? Ja, das ist halt echt schwer, weil gerade wenn der andere so ein gutes Fahrzeug hat. Ja, aber ich merke halt auch, sonst quatsche ich ja gerne so viel. Ja. Wir Aber machen, jetzt, ist ja nur ja. noch ein Punkt, ich würde sagen. Wenn wir das nächste Mal mal wieder Autoball spielen, ich weiß ja noch nicht, in wie vielen Folgen das sein wird. Kommt drauf an, wie sehr ihr euch das wünscht. Also haut auf jeden Fall die Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt, dass wir das noch öfter spielen. Oder schreibt doch ein paar nette Kommentare dazu, teilt unser Video oder wie auch immer. Das macht ihr ja sowieso zurzeit sehr Hoffe, gut. Also ich ja, finde es halt genial. Sonst ist ich, immer so genau. vielleicht ein witziger Kommentar, aber bei Picos ist es halt immer so, das sind so cooles Video, nettes Video, schön, dass es ein neues Video gibt. Danke, Picos. Das Ja, ist das wirklich ist halt krass bei echt euch. cool. Ich hab bisher auf jeden Fall eine sehr gute Community. Muss ich Ja. sagen. Also, es gibt zwischendurch natürlich auch mal wieder immer so ein paar schwarze Schafe, aber grundsätzlich muss Hey, ich was hast du sagen, gegen Schwarze? habe ich eine Community, die sehr freundlich ist. Das Genau. finde ich gut. Also wirklich vielen Dank an euch auf jeden Fall. Gut, aber du wolltest sagen, was wir in der nächsten Folge machen, wenn wir Autoball Genau, in spielen. der nächsten Folge, wenn wir Autoball spielen, machen wir ja das, dass wir uns für den anderen mal ein Auto überlegen. Sprich, wir werden wahrscheinlich irgendwelche Karren machen, die total scheiße sind. Und
Also die im Prinzip genau die Gegenteile bringen von dem, was wir jetzt wissen, was gut ist. Rein Also halt eins, theoretisch. das dauernd umkippt und langsam ist und Genau, aber schwach es muss, und wir haben schon leicht. beschlossen, es muss alle vier Räder auf der gleichen Höhe haben. Also so, dass es nicht Wobei, jetzt gleich umkippt, wenn man einsteigt oder so. naja, mein erstes Auto hatte ja die vorderen Räder ein bisschen hoch. Und das würde ich sagen, ist halt schon erlaubt. Weil es halt schon ein bisschen scheiße ist, aber man kann es eigentlich trotzdem fahren. Also wir müssen uns da halt noch genauer ausdenken, was wir da für Regeln festsetzen, weil sonst liegt einfach. Ach, Oh, der du Ball wird hast neu Einwurf. aufgesetzt. Ich habe Einwurf. Hehe. Ja. Nee, aber sonst legt jemand einfach einen Klotz hin und sagt so, das ist jetzt dein Fahrzeug, viel Spaß. Also es Ja, sollte natürlich genau. schon Räder und einen Sitz haben, Also es so gefühlt. sollte, wir brauchen gar nicht so große Regeln draus machen, ich finde. Wir sollten nur einfach sagen, weil wir das ja zwischen Freunden spielen und jetzt nicht irgendwie online oder sowas, würde ich sagen. Ja, wir Also, spielen das im Prinzip ja, wir online. spielen es online, aber halt nur zwischen uns beiden. Würde ich halt sagen, wir machen einfach als Regel, es soll nicht zu arschig sein. Ja, okay. Man kann so ein paar, zum Beispiel so ein paar Fallen einbauen oder sowas, aber halt nichts, wo man jetzt sagt, ja, okay, das ist gar nicht machbar, damit überhaupt zu fahren. Ja, genau. Ich habe da schon ein paar coole Ideen, die ich Ich habe da vorhab. auch schon ein paar interessante Ideen. Boah, das funktioniert aber voll geil mit dem Zurücksetzen, ne? Wenn ich bloß den Ball Ja, mal das. wieder. Oh, wird's noch ein Tor für mich geben? Nein. Ja, gerade ist der Ball durch mein Auto durchgeglitscht. Ich hatte da keine Ahnung, was passiert ist und wo überhaupt wer und was ist. Nein. Besonders weil das halt kein runder Ball ist, sondern irgend so ein unförmiges Ding hier. Bringt er immer, wie er will. Das ist dann noch eine Herausforderung. Nein, er hat's So. Tor geschafft. Ich konnte einfach nicht mal Genau. mehr in der Zeit aufstehen hier. Nein, aber was sie sagen wollte, ist auf jeden Fall, wir sollten später auch eine Runde spielen, wo wir beide exakt die gleichen Fahrzeuge haben, dass man wirklich nur nach dem Skill arbeitet. Genau. Das wäre echt noch eine Sache, die ich ganz Und cool finde. dann hoste ich den Server bei mir. Nee, ich habe ja jetzt bald besseres Internet dank eurem alten WLAN-Router, den ich vielleicht bald mal anschließe. Morgen habe ich frei, vielleicht schaffe ich es da ja. Egal. Interessiert ja eh keinen hier. Genau. So sieht's aus. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu schnarchig war. Wir mussten uns zwischendurch halt echt konzentrieren. Aber nächste Runde wird auf jeden Fall richtig geil. Und mal schauen, was wir uns da ausdenken. Auf jeden Fall erstmal ein anderes Projekt, denke ich. Das heißt, falls ihr Projektideen habt, einfach mal ab in die Kommentare damit. Und das wird unter jedem Scrap-Mechanic-Video gesammelt und dann schauen wir mal durch immer und überlegen uns, ja, wollen wir das machen, wollen wir es nicht machen. Und besonders gut die Ideen, die uns gefallen, worauf wir richtig Bock haben, das setzen wir dann um und mal schauen, was da so zusammenkommt. Genau, man kann ja den Fokus natürlich auf solche ganz krassen, besonderen Sachen legen. Also wir hatten jetzt den Podracer, wir hatten diese Apollo, nee, Saturn 5 Rakete, Wir hatten wir auf haben jeden das Fall die hier. Rakete, wir hatten den Podracer. Was ich Ja, noch genau. dazu zählen würde, war auch der Panzer, weil der war auch ein bisschen aufwendiger. Genau, also wenn ihr jetzt einfach schreibt, ihr baut ein Fahrzeug mit 6 Rädern, Genau, oder dann der bringt es, dann Wandkraxler zieht es vielleicht jetzt nicht auch, mehr. weil da. Wir haben uns halt überall so Sachen gesetzt. Zum Beispiel beim Panzer wollten wir einen Panzer haben, der möglichst realistisch aussieht und der sogar schießen kann. Haben wir geschafft. Wir wollten beim Wandkraxler einen Wandkraxler haben, der halt eben die unsichtbaren Wände der Map hochfahren kann oder eventuell sogar an der Decke langfahren kann. Hat geklappt. Wir wollten einen Podracer haben, also der möglichst realistisch aussieht, genauso wie bei der Rakete. Bei der Rakete war auch noch, genauso wie beim Podracer, dass es auch noch funktionieren soll. Haben wir beides geschafft. Und ich würde sagen, es sollten möglichst zu den Sachen immer noch so Ziele gesetzt werden. Also zum Genau, gebt Beispiel uns einfach Herausforderungen. mit einem Ziel halt. Wir können ja eigentlich erzählen, was wir nebenbei schon so gestern Abend ein bisschen gemacht haben. Wir bauen zurzeit auch einen Verbrennungsmotor, einen Zweitakt-Vierzylindermotor Genau, also nach. Also wir natürlich. sind da beides zu probieren. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil Scrap Mechanic ja bestimmte Grenzen setzt. Aber wir wollen es halt eben wirklich versuchen, so nah wie möglich ans Original zu bringen. Das geht ja zum Beispiel nicht dadurch, dass du eine Explosion machst oder sowas, beziehungsweise eine Verbrennung, sondern wir müssen das halt über andere Wege machen. Wir haben uns da auch Genau. schon Ideen gesammelt, aber wir werden einfach schauen, wie das klappt.
Und mal gucken, ob es dann irgendwann mal ein Video dazu geben wird. Das wird auf jeden Fall Stunden dauern, bis wir das Ding fertig haben. Weil das halt echt ziemlich kompliziert ist. Genau, wie diese Abmoderation auch Stunden dauern wird. Von Genau. daher, Also schreibt wir sehen einfach uns. Ideen in die Kommentare und falls ihr, also und am besten halt noch mit Zielen dazu. Zum Beispiel hat jemand ge dazu geschrieben, baut einen, hier, wie hieß das Ding? Ein Todesstern, ne? Ein Todesstern von Star Genau, Wars, ja. von Star Wars sollten wir bauen. Und da ist die Sache, da sehen wir relativ, also ich finde die Idee zwar an sich cool, aber ich glaube, bei Scrap Mechanic kann man das im Prinzip einen Todesstern genauso umsetzen wie bei Minecraft. Also da hast du relativ wenig bewegliche Teile, was du jetzt wirklich machen musst. Das Einzige, was ich ganz cool fände, wäre vielleicht, dass man das versucht so zu bauen, dass es ausschaut, als ob der explodieren kann. Also von mir aus mit Triebwerken an verschiedenen Teilen, die den wegfliegen. Aber ich glaube auch, das wird wahnsinnig schwer, weil man die Teile in Scrap Mechanic ja nicht verbinden kann. Man könnte natürlich als Herausforderung sehen, dass der praktisch, dass man den so genau steuern kann, dass der immer an einer Stelle in der Luft schwebt. Wie es ja im Prinzip ist. Weißt du, so ein Todesstern, der einfach auf dem Boden rumliegt, ist ja ein bisschen langweilig. Der schwebt ja normalerweise. Ja, aber ich Das denke, ich, ist genau, ja, ich also, würde aber sagen, ja. was worauf wir halt eher Sachen sind, die halt irgendwie mechanisch funktionieren oder sowas. So, das wäre ganz interessant. Wie zum Beispiel mit dem Podracer, da mussten wir überlegen, wie bauen wir jetzt die Ketten daran, damit es klappt und dass der überhaupt ans Fliegen kommt und möglichst realistisch ausschaut. Genauso wie bei der Rakete, wie schaffen wir es, dass sie möglichst gerade hochsteigt und all sowas. Und da mögen wir diese, sag ich mal, physikalischen Herausforderungen hier bei Scrap Mechanic. Was wir auch mögen, sind die Herausforderungen, die entstehen. Oh, jetzt bin ich durch den Sensor gelaufen, deswegen spielt jetzt hier die Musik. Ja. Die Herausforderungen, die uns diese neuen Teile hier geben, also so neu sind die nicht, aber für uns halt, weil wir eine Weile nicht gespielt haben. Du kannst ja mal mit E auf 1 so machen, damit die Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, sehen, welche Genau. Möglichkeiten wir hier haben. Mit diesen logischen Operatoren können wir hier relativ komplexe, also ich würde sagen, ziemlich alle möglichen Schaltungen bauen. Ja, es ist halt sehr kompliziert und deswegen ist auch die Schaltung hier schon etwas größer geworden. Hier haben wir das nochmal als Beispiel halt eben. Da habe ich es geschafft, alles so zu bauen, dass eins nach dem anderen hochfährt und alle Und dann wieder auch oben bleibt, runterklappbar ja. sind, resettbar sind. Und hier im Prinzip, das gehört ja gar nicht mehr mit dazu hier. Der Sound ist halt einfach nur im Prinzip daran gebaut. So, aber ich würde sagen, trotzdem, das war's jetzt mit der Folge, bevor wir jetzt hier noch Ewigkeiten weiterquatschen. Und Glaube ich wünsche auch, euch ja. auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Kannst ja mal resetten da eben, wenn du da eh schon lang tanzt. Warte einfach auf den Knopf an und aus, ne? Genau. Also bis dahin, Leute, haut rein und ciao. Tschüss.